Bekanntlich gibt es genau drei Möglichkeiten, wie man sich einem Feind gegenüber verhalten kann. Man kann sich totstellen, man kann davonlaufen oder man kann angreifen. Schauen wir uns das Verhalten unserer Regierung gegenüber an, dann muss man wohl feststellen, die allermeisten Leute versuchen sich totzustellen. So ein bisschen Biedermeier, abtauchen, man selber gerät hoffentlich nicht in den Fokus, mal gucken, was die anderen machen, mitschwimmen. Wird nicht viel nutzen, denn der Staat weiß, dass wir leben. Dann gibt es diejenigen, die versuchen anzugreifen, auf Demonstrationen zu gehen, sich zu organisieren, juristische Wege auszuloten, soweit sie möglich sind, in irgendeiner Weise Widerstand leisten. Ob das letzten Endes viel bringen wird, wird die Zukunft zeigen. Der dritte Weg, eigentlich meiner Meinung nach so das Mittel der Wahl, wäre Flucht. Und das ist natürlich im Moment eine ganz besondere Herausforderung. Hat es früher wenigstens eine Mauer gegeben, über die man hätte klettern können, mit Mut und Engagement, so fehlt uns mittlerweile das Außen. Wohin kann ich fliehen, wenn im Grunde genommen der gesamte Raum zum System gehört? Ich denke, das ist eine ganz neue Art und Weise, Fluchtwege abzuschneiden. Und hier bin ich noch am Überlegen, wo ich da einen möglichen Ausweg sehe.